Die öffentliche Bibliothek, die Stadt- und Regionalbibliothek, ist eine Einrichtung, die eigentlich sehr niedrige Hemmschwellen hat. Jeder kann hier reinkommen, jeder kann sich beraten lassen, jeder kann hier stöbern, jeder kann hier ausleihen. Und das ist in dieser Allgemeinheit und in der Breite doch etwas anderes als bei den anderen Bibliotheken, die eben doch auf ein relativ spezifisches Publikum hin ausgerichtet sind. Es gibt Komödien, dann besondere Schicksale, Biografien, Frauen, Familienfilme, Klassiker, Abenteuerfilme, Science-Fiction und Fantasy, Liebesfilme, Krimis, Thriller, Kinderfilme. Viele kommen und sagen, ich kenne dann den Film, weiß nicht, wie der heißt und ich weiß, worum es da geht und es macht halt Spaß, dann zu recherchieren und am Ende dann halt noch die Erfolge zu sehen. Das ist unsere Jugendetage, dieses ausgebaute Dach mit der schönen alten Holzbalkenkonstruktion, wo sich die Jugendlichen zurückziehen können. Sie können natürlich hier auch am Computer surfen, aber hier hinten haben wir ein wunderbar geschwungenes Podest mit Sitzsäcken. Da liegen sie meistens genau vor dem Manga- und Comic-Regal und holen sich ihre Lektüre. Hier gibt es zwei wunderbare rote Hörsessel. Das sind die Lautsprecher in die Seitenwände integriert und die Jugendlichen können sich eine CD einlegen und hier Musik hören. In den letzten 15 Jahren plus minus ungefähr hat sich natürlich auch mit zusammen mit der Entwicklung des Internet und als Massenmedium natürlich auch die Bibliothek und ihr Angebot und ihre Dienstleistungen sich gewandelt. Und es geht jetzt gar nicht so sehr darum, jetzt hier eine Konkurrenz aufzubauen, dass jetzt das Internet die Bibliothek aussticht oder so. Darum geht es gar nicht. So ähnlich wie als der Fernseher erfunden wurde, natürlich auch das Kino nicht gestorben ist. Das Segment ordnet sich nur neu zu. Und die Bibliothek hat, da bin ich überzeugt davon, eine große Zukunft.